Ich möchte euch heute mal unsere Green Power Paste vorstellen. Ein Futter, was sowohl für Wirbellose als auch Fische gut geeignet ist, und mal ein kleiner Auszug bei der Fütterung. Der Verpackung liegt ein Löffel bei, so da, womit die Paste sehr gut zu entnehmen ist. Die können wir dann portionieren und in kleine Kügelchen formen, um sie weiter zu verfüttern. Eine Zielgruppe für unser Futter sind sicherlich Garnelen. Und ich habe jetzt mal ein kleines Kügelchen gemacht und schau mal, wie die Garnelen drauf reagieren. Es ist sehr fein, klebt gut. Ich habe es jetzt mal auf einen Stein geklebt, aber Glasscheiben oder Holz ist genauso gut möglich. Und wir schauen mal live, was die Garnelen machen. Man sieht kleine Wolken aufsteigen, die sich verteilen und dann natürlich im Aquarium für die kleinen Garnelen sehr gutes Futter sind. Und hier kann ich zentral füttern und man sieht, wie die kleinen Garnelen nach sehr schneller Zeit ankommen und bereits das Futter ableiten. Das Video ist im Haltungsbecken und Zuchtbecken ungeschnitten gedreht. Man sieht, wie schnell alle ankommen. Es wird generell sehr gut angenommen von verschiedenen Zwerggarnelenarten, wie hier Crystal Red, Super Crystal Red stammen. Wir schauen mal, was andere Fische machen und Garnelen. Zu meinen Lieblingen gehören derzeit die Panda-Bergbarschmerlen, die ich züchte. Und wir schauen mal, wie schnell sie jetzt angeschwommen kommen. Ich fütter etwas höher, das heißt, da dauert es immer einen kleinen Moment, ehe sie das Futter finden. Aber man sieht schon, die ersten kleinen riechen das Futter und kommen an. Auch hier besonders ist gut geeignet für die kleinen Schmerlen, da das Futter sehr ausgewogen ist, hoher Anteil an grünen Bestandteilen, aber auch an Krebstieren, also tierische Kost. Und genau diese Kombination macht das Futter so wertvoll, auch für die Aufzucht besonders heiklerer Fische und Garnelen. Panda-Bergbarschmerlen sind etwas heikler, müssen bei kaltem Wasser gehalten werden, kühlem Wasser, maximal 20, 22 Grad, regelmäßiger Wasserwechsel, und das Futter muss halt auf jeden Fall passen, dass die Alttiere leicht ansetzen, dann ableichen und die Jungtiere schnell und gut wachsen. Denn die Tiere sind bereits nach etwa 4 bis 6 Wochen färben sie sich um. Man sieht hier die einzelnen Tiere, die so ein bisschen bräunlicher schon schimmern. Und das sind hier alles Jungtiere zwischen 4 Wochen und 3 Monaten. Wir schauen noch mal kurz zurück zu unseren Garnelen, die wir gerade gefüttert haben. Etwa 2 Minuten später sieht man schon, der Futterklumpen ist gut besetzt, immer noch recht stabil, ein bisschen feines Futter geht ab, aber alle Garnelen, die im Aquarium sind, sind schon in der Nähe. Hier sehen wir ein Aquarium mit kleinen Mikropoecilia picta in Orange, Engmaulsalmlern und auch ein paar Panzerwelsen, die auf dem Boden sind. Wir testen hier einfach mal das Futter. Lässt sich schön an die Scheibe kleben und beobachten. Die Picta sind natürlich als gierige Fresser als erstes da, aber auch die kleinen Boraras brigitae, die im Aquarium sind, nehmen die kleinen abfallenden Futterpartikel, und auch die Salmler nehmen die Futterpartikel gerne auf.
besonders die Kombination aus sehr feinen Futterbestandteilen und einigen etwas größeren macht die Fütterung so einfach und so wertvoll, sodass Jungtiere und auch etwas größere Fische gut davon fressen können. Und wer gerne seine Fische beobachtet, sieht die natürlich dann schön an der Scheibe fressen. Was treiben die Schmerlen wenige Minuten später? Großteil der Jungfische hat sich am Futter eingefunden und frisst gierig an dem Futter. Man sieht, der Futterbrocken in der Mitte ist noch recht stabil. Alle Schmerlen versuchen was abzuknabbern, haben somit was zu tun. Ich habe jetzt eher kleinere Tiere gezeigt, mal schauen, wie es bei den größeren aussieht. Natürlich kann man einen Futterbrocken auch einfach so portionieren und füttern als Kugel. Was man hier an Fischen sieht, ist Puntius bimaculatus, ein Jungtier. Schauen, ob die Alten gleich ankommen. Puntius bimaculatus ist ein recht scheues Tier. Und was wir hier an Schmerlen sehen, sind Lepidocephalichtes thermalis, die kommen zusammen in Sri Lanka vor. Eigentlich Fische, die im Bodengrund immer nach kleinen Tierchen und Futterpartikeln suchen, die hier auch sehr gern und gut an die Paste gehen. Wie ihr seht, ist das Video einfach so mit der Handykamera gemacht, um euch mal aus der Praxis zu zeigen, wie denn die Fütterung und die Aquaristik denn funktioniert.